Und weiter geht's. Gleicher Tag übrigens der Aufnahmen. Und ich habe jemanden wieder dabei. Ha? Jo. Genau, der Conno ist mal wieder mit am Start. Der übrigens auch hier die ganze Ecke, glaube ich, gar nicht kennt, ne, Conno? Meine Riesenstallecke. Bis zu welchem Grad kennst du die eigentlich? Oder ich glaub, du glaubst gar nicht? Den ersten Stall. Den ersten Stall, ja, guck mal, da kannst du sehen, was hier passiert ist. In all den Aufnahmen, die ich nebenbei gemacht habe. Wir haben drinne Ducks. Das waren mal andere Arten von Chickens oder Hühnern. Die hatte ich zweimal drin und zweimal sind die mir weggestorben. Also beim ersten Mal ist mir eins gestorben und eins konnte sich nicht mehr vermehren. Beim zweiten Mal war die Tendenz erst gut, da waren es von 8, 9, dann waren es 7. Dann dachte ich mir so, okay, fuck you. Ich will hier 2, krieg ein. Tendenz runter, habe ich instant rausgehauen. Lamas sind drin, die habe ich damals gekauft in irgendeinem Part. Kühe, die Pferde sind übrigens richtig effektiv, ne? Ey, die Pferde gehen richtig ab, so 1000 Nahrung. Und ich habe Leder, ich weiß nicht, wohin mit meinem Leder. Ich habe viel zu viel Leder in dem Spiel. Also ich habe übertrieben viel Leder. So, ich habe Conno übrigens gerade mal gefragt, wegen den Häusern, was er da so beobachten konnte, ob die sich jetzt hier aufwärmen, damit diese Felder hier, die 6 Felder hier effizient arbeiten. Und deine Aussage war, du bist dir nicht sicher, denkst aber, dass du es schon mal gesehen hast in Bennich, ne? Also beobachtet hast in der Standardversion. Jo. Dass sich quasi jemand, der dort nicht haust, sich aufwärmt. Man muss ja auch den Satz vollenden. Okay. Das hilft mir nur bedingt. Wir sind stehen geblieben bei unserem Holzproblem, das sogar relativ groß ist. Und wieso habe ich weniger als 60 Frames, obwohl ich nichts umgestellt habe? Ja, ich stream nebenbei, aber das hat auch nie zu Problemen geführt. Ich hätte gern 60 Frames. Sonst ist das nicht gut. Nicht gut. Ach, guck mal, die Bäume sind fertig. Das ist schon was Schönes. Mhm. Krankenhaus wird immer noch nicht verwendet. Ich weiß nicht, ob da irgendwas falsch ist, ob ich da irgendwas für brauche oder ob es meinen Leuten einfach durchgehend gut geht. I don't know. Das Krankenhaus wird nur in extremen Fällen verwendet. Wie zum Beispiel, wenn eine Seuche ausbricht. Ach so. Ach stimmt, das habe ich sogar schon mal gesehen bei mir. Oh lol, ich bin so ein Trottel. Stimmt, das habe ich schon mal beobachten können. Oh, da wurden gerade Steine hingetragen. Mhm. Das heißt... Genau, das Haus hier vorne. Das wird gebaut, das beobachten wir jetzt. Weil diese Felder sind ziemlich ineffektiv, denn wir merken uns vor, wir haben ein Holzproblem, Werkzeuge beobachten wir noch. Ja, beobachten wir noch, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir ein Problem haben oder nicht. Aber Holz wissen wir, dass wir ein Problem haben. Und Steine, wie gesagt, Steine ist Steinbruch, das braucht seine Zeit. Aber Werkzeuge sind wichtig, Werkzeuge sind wichtig. Wenn wir unter 69 Werkzeuge fallen, haben wir ein Problem. Aber noch haben wir ja schlechtes Werkzeug. Wir sind ja schon am guten Werkzeug machen. Hier sieht man es immer noch. Hier ist immer noch schlechtes Werkzeug. Weil die Sache ist, ich war schon auf 30.000 Nahrung. Das Limit ist bei 35.000 gesetzt. Und die Sache ist, wir haben Nomaden aufgenommen. Und trotzdem zeigt die Statistik, wir haben auch schon eine Stadthalle, die Statistik zeigt, dass wir eigentlich und nahrungstechnisch gesehen uns halten, also plus minus immer so. Aber jedes Mal sind diese Felder einfach ineffektiv as fuck. Also wirklich ineffektiv as fuck, ich muss leider so deutlich sagen. Die haben noch nicht einmal haben alle 6 Felder ihr volles Potenzial gebracht. Jedes Mal schaue ich hier drauf und im Winter, jedes Jahr zerfällt hier einfach alles Mögliche. Es ist echt nicht lustig. So, das Haus ist auch okay, dass es hier steht. Nee, ist es nicht. Das Haus hat einen meilenweiten Weg für Brennholz. Ich brauche da oben einen Stand, der mir Brennholz gibt. Was war denn das nochmal für ein Stand? Brennholz, das warst du hier, ne? Material. Firewood, genau. Das ist aber dumm, dass sie hier... Obwohl, nee, das ist okay, weil ich ja hier so das Lager habe für Material. Ja, ist okay. Material, wo haben wir den Stand? Wo sind denn hier die Kleinen? Bin ich blöd? Die waren doch hier immer. Hallo? Spiel? Ach, da war's, okay. Materialien, der Händler kommt. Da, das ist das gute Ding. Habe ich hier keine Lücke frei für einen Weg? Sieht nicht so aus, das wäre schlecht. Na, egal. Das Ding bauen wir erstmal dahin. Dann gucke ich gerade mal. Kann ich hier keinen Weg mehr hinbauen? Doch, kann ich noch. Dann nehmen wir erstmal den Dirt-Weg. Ja, Händler, ich bin gleich da.
So, ziehen wir das hier rum. Lassen die Lücken noch zwischen den Dingen. Ich brauche das gerade. Das ist dumm. Ich brauche das wirklich nur für das Haus, für Feuerwood. Für mehr nicht. Das Rest hat das Haus. Händler, was hast du, Händler? Traden. Nichts von dem, was ich will. Ist das der allgemeine Händler? Nö, dann kann er wieder gehen. Wir haben übrigens weitere Seeds bekommen, Connor. Also wirklich richtig viele schon. Wir haben jetzt hier, was ist Brokkoli haben wir hier. Ach ja, ich habe die Felder geändert. Lol, Sprache. Brain wieder. AFK. Wir haben die Felder geändert, oder ich. Wir haben hier nämlich schon, was haben wir? Brokkoli und Bohnen und Korn habe ich gekauft. Genau, das waren die einen. In irgendeinem Part. Und dann jetzt neu dazu gekommen, Kartoffeln und Tomaten. Genau, und Kartoffeln. Potato? Ne, Potato sind keine Kartoffeln. Das sind Kartoffeln. Das sind Kartoffeln, genau. Das sah gerade irgendwie so komisch aus für mich. Von dem Text her, wie ich das ausspricht. Die brauchen wir auch für Wodka. Das heißt, wenn wir Kartoffeln haben, haben wir Wodka, Leute. GG. Ja? Haben wir genau das, was wir brauchen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob diese Felder effizient arbeiten. Ob wir jetzt wirklich 6 Farmer hier rumlaufen haben. Ob das jetzt wirklich klappt. Was macht der zum Beispiel? Okay, der wohnt in der Hütte, der bringt Holzkohle, ist alles okay. Ja, Firewood, okay, das Haus hat jetzt alles. Wärmen die sich jetzt hier auf? Arbeiten die jetzt durchgehend? Wärmen die sich an dem Haus auf? Weil dann ist alles perfekt, dann ist GG. Dann muss ich noch das Holzproblem lösen und ja, alles fein. Weil Nahrungsprobleme haben wir nicht, schaut mal, wir haben hier noch 3 jetzt in Reserve. Ja, meine Kartoffeln, Tomaten. Hier kommen ja Flachs hin. Wir machen uns endlich mal Seil, damit wir den Schneider fertig bekommen. Kann ich ja schon mal auswählen. Flachs, aber dafür schon mal abstellen. Hier kann ich schon mal wählen Kartoffeln, aber noch abstellen. Hier wähle ich dann auch schon mal Kartoffeln. Wir brauchen ja Doppelkartoffeln, davon brauchen wir ja mehr. So, und hier nehmen wir dann Tomatos. Tomatos. So. Stellen das Ganze aber noch ab. Wir haben auch schon Ziegelwege, hier so und an der einen oder anderen Stelle. Weil guck, jetzt, wo sind meine Farmer hin? 1, 2, 3. Hier müssten 12 Farmer rumlaufen. Ich sehe nur 3. Jedes Mal sind die weg. Ich verstehe es nicht. 2, 3, 4. Ich hab ein Drittel Farmer habe ich gerade auf dem Feld. Ein Drittel. Ich habe hier sogar schon Toiletten überall hingebaut. Da hinten ist eine. Ja, wenn schon, ne? Hier, da wird jetzt schon wieder, genau, wir haben, wieso wird denn das Feld schon wieder eingenommen? Jetzt so früh schon? Also, mir ist das recht, dass die das so früh machen, weil die kommen ja, die kriegen ja nichts gebacken. Ach nee, die sind sogar spät dran, guck mal, die sind schon viel weiter. Ich verstehe das nicht. Wenn ich das Problem mit dem Feld hier nicht gelöst bekomme, dann, ich muss die abreißen, es tut mir leid, die bringen mir nichts, die sind ineffizient. Wo sind die Farmer? Wo sind sie? Es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt hier 3 Leute überall einstelle, weil ich will ja nicht unnötig irgendwo Arbeiter drin haben. Wir haben ja schon Arbeitermangel. Das ist ja so. Deswegen haben wir auch die Nomaden aufgenommen. Damit wir einfach eine höhere Anzahl an Laborern haben, damit die irgendwie unnütze Aufgaben erledigen können. Was weiß ich, irgendwelche Ressourcen abtragen, die halt irgendwo rumhängen. Bäume fällen, Stein farmen, Eisen farmen, irgend sowas. Und trotzdem sind die Farmer weg. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4. Wie denn? Wie ging das denn nochmal? Ich klicke drauf und dann. Da sehe ich das Feld. Hier sehe ich, was es eingenommen hat. Hier sehe ich, wo das Feld ist. Ach, schade. Ja, genau. Ich kann die Farmer. Darüber geht es leider nicht. Genau, darüber geht das nicht. Und das ist mein Problem. Wenn es hier rüber gehen würde, wäre es ja easy. Die Felder müssten schon zur Hälfte weg sein. Guck mal hier, die. Wo sind die Farmer? Eine ist jetzt am Machen, wo ist der andere? Ah, jetzt, da sind sie beide. Okay, die Frage ist, wo waren sie? Okay, es reicht mir. Die Farmerin, wo geht die jetzt hin? Okay, geht irgendwas zu essen? Okay, ja, okay. Ja. Ich weiß, woran es liegt. Wow, ich wusste nicht, dass es daran liegt. Die gehen hier sich nichts zu essen holen. Die brauchen echt so einen Mini-Stand, wo die sich was zu essen holen. Was? Das ist so dumm.
Ich dachte, die holen sich das aus dem großen Lager. Das machen die nicht. Aber wieso macht die das nicht? Am Anfang machen die das doch auch. Hä, bin ich jetzt komplett doof? Wieso geht die nach hier hinten was zu essen, wenn hier vorne vier Dinger sind? What? Die geht wahrscheinlich eher nach Hause und holt sich da was zu essen. Aber warum? Wieso denn nicht hier an den Stand? Oh Gott, warte. Die gehen an die großen Sammelstellen, holen sich was zu essen für zu Hause, aber nicht für sich selber. Und holen sich das Essen immer aus den Häusern. Ja. Das heißt, ich habe da vier Dinger mit tonnenweise Nahrung drin, aber wenn sie Hunger haben, laufen sie bis nach hinten zu ihren Wohnhäusern. Und deswegen sehe ich meine Feldarbeiter alle 100 Jahre mal. Okay. Problem erstmal erkannt. Problem lösen. Was? Problem können wir lösen. Folgendes, ich glaube, ich reiß das ab, weil das ist die einzige Hütte, die ich hier habe und die hat ja ihr Feuerholz bekommen. Bin ich ganz ehrlich? Die hat ihr Feuerholz bekommen. Wir reißen das Ding ab. Die können ihr Feuerholz von da hinten holen. Das bleibt ja nur das eine Haus. Stattdessen bauen wir jetzt den kleinen Markt mit Nahrung. Ja. Zack. So. Du hast... Ah, Steel Tool. Schaut mal. Da haben wir es. Steel 127. Jawohl, Werkzeuge steigen. Yes. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Die Werkzeuge halten länger, die Steel Tools. Jetzt geht's rund. Und Holz steigt, weil Feuerholz am Limit ist. Nice. Wir haben es geschafft. Und das sogar ohne irgendwie jetzt für Holznachschub zu sorgen. GG. Jetzt lösen wir noch hier das Nahrungsproblem. Und dann haben wir unsere Nomaden erfolgreich aufgenommen. Und ich sag euch jetzt schon, jedes Mal, wenn Nomaden kommen, werden wir das haben. Genau dieses Problem, wo man dann gucken muss, oh Gott, habe ich jetzt von einem noch genug? Reicht es? Na? Werden sie krepieren? Werden sie sterben? Werden sie verhungern? Das werden wir jedes Mal haben. Das wird super, super lustig. Vertraut mir. So. Das heißt, ich muss da jemanden einstellen. Weil die Fälle ineffektiv sind. Ich habe 14 Leute. Dann machen wir mal Seile. Flaxseeds working. 22 Farmer. Zack. Schicken wir da auch jemanden rein. Das heißt, da hinten, hier können die dann zum Essen gehen. Ich habe sogar schon die besseren Wege gebaut hier. Siehst du das? Weil ich dachte, das würde das Problem lösen. Naja. Was man nicht alles macht umsonst. So. Dann schaue ich kurz hier rein. Hier wollte ich ja alles umändern, ne? Hier sind immer noch Iron Tools, immer noch keine Steel Tools. Wenn hier mal Steel Tools drin sind, holy crap, ich hoffe, dann arbeiten die Minen effektiver. So, Steinbruch haben wir hier, Mine da, da, da. Guck mal, Gronn, ich habe schon 14 Leute, die Kohle holen, ne? Oh, was ist denn mit der Kohle passiert? Was ist mit der Kohle passiert? Wir haben mehr Kohle. Habe ich irgendwas hinten abgestellt? Leute, erzählt's mir. Ich muss nachgucken, was ist passiert? Nee, das Schulding arbeitet noch. Und es arbeiten noch zwei Dudes beim Blacksmith. Und trotzdem steigt die Kohle. Haben wir es geschafft? Sind wir über den Berg? Durch nichts tun? Also, nein, wir haben ja was getan, aber... So, dann kann die Glasfabrik wieder arbeiten, weil der Dude da hinten kann ja so viel Kohle machen, wie er will. Fuel machen, wie er will, weil die Kohle läuft ja. Bricks macht er ja auch noch, alle 100 Jahre mal. Aber er macht sie. Das ist ja das, worauf es ankommt. Ich kann es nicht fassen. Oh. Gut, dieses Jahr haben sie alle mal genug Essen gehabt. Das Feld arbeitet durchgeht. Ich freue mich. Ja, sie bleiben endlich mal dauerhaft auf dem Feld arbeiten. Instant 1000 Nahrung. Also, ja, 1000. Sehr schön. Das Feld schafft es auch noch, oder? Jawohl, ist auch schon wieder über 1000. Wir sind aber jetzt fast im Winter. Das heißt hier, schaut es euch an. Ja, das Feld ist einfach... Genau, ihr wisst schon. RIP, ne? Einfach RIP und Pepperonis. Die waren wahrscheinlich wieder Nahrung holen. Ich hoffe, dass es daran liegt. Wenn es daran nicht liegt, haben wir ein Problem. So, dann Flachs, weil ich den Schneider upgraden will. Wir brauchen übrigens... Conno, willst du mal gucken, wie viel Leder wir haben? Pass auf, das ist super lustig. Guck mal, wie viel Leder da drin ist. Kannst du das sehen im Stream? Ja, ne? Ja, kann ich. Was sagst du denn dazu? Ah, hier drüben sehe ich gerade, das ist kein Leder. Ich gucke gerade selber, aber da ist schon 84 Wolle. Boah, ist hier noch Leder drin? 6 Wolle. Was haben wir hier? 12 Wolle. Ja, also, ich habe...
Und weißt du, was das Lustige ist? Der Dude, der macht sogar nur Kleidung aus Leder momentan. Aus Reeds und Federn macht er gerade gar nichts. Ich hab zu viel Kleidung. Der kommt sogar gar nicht hinterher. Und steigen tut sie jetzt ein bisschen wieder auf 400, aber steigt voll langsam. So, wir haben ja Clay. Clay geht ja gerade richtig ab. Okay, der kommt auf ungefähr 100.